Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar das Medium. Das Medium hat ein sehr interessantes Spielprinzip. Wir spielen sehr viele Szenen in einem Splitscreen, und in diesem Splitscreen ist unsere Heldin, es ist eine Dame, parallel unterwegs. Das heißt, auf einer Seite ist sie in unserer reellen Welt und auf der anderen Seite dann sieht man sie dazu in einer Geisterwelt, Monsterwelt, wo auch immer genau, das werden wir sehen. Und sie bewegt sich parallel. Das heißt, genauso wie sie sich in der reellen Welt bewegt, bewegt sie sich auch in der anderen Welt oder eben halt auch umgekehrt. Und ich denke, das ist ein sehr interessantes Prinzip und das wird sehr crazy werden. Das Ganze ist ja auch ein bisschen ein Grusel-Horror-Grauenspiel. Mal gucken, wie gruselig das Ganze wird und wie interessant. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und lassen uns überraschen, wo das Ganze hinführt. Das Ganze, ach ja, ist außerdem leider nur in Englisch. Es gibt leider keine deutsche Sprachausgabe, aber dafür einen deutschen Untertitel. Ich würde sagen, lass uns mal starten. It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Thank you.
I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Okay, und los geht's. Das sind also wir. Okay. Lalalala. Okay, sie schaut wohl immer dahin, wo es irgendwas zu entdecken gibt. Genau da, ja, genau da, da, ja, 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 genau, ja, da auf dem Tisch, da auf dem Tisch. Okay, Oktober 1999, ein Terminkalender. Okay, lesen, okay. 2. Oktober, Tag der Schutzengel. Okay, Begräbnis, ja, das Begräbnis ihres Vaters. Ultraschall. Sie hat Ultraschall untersuchen. Unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Biopsie. Sie krank. Paket am Marianne schicken. Termin beim Neurologen. Begräbnis um 12.30 Uhr. Ultraschall. Okay, richtig schön abwechselnd. Mal was Lustiges machen, wie auf Begräbnis gehen und dann wieder mal zum Arzt gehen. In schönem Wechsel. Termin beim Neurochirurgen. Begräbnis um 9 Uhr. Begräbnis um 11 Uhr. Auf wie viele Begräbnisse geht die denn? Marianne vom Bahnhof abholen. Alle Heiligen, alle Seelen. Operation am 5. November. Wer das? Warum? Wieso? Ansehen zurück. Okay. Kann ich da noch irgendwo? So eine richtig schöne alte Schrankwand. Dann gehen wir mal raus. Oh. Shit. Yeah. Nice to see you too. Okay, also es ist sehr interessant, die Kamera, weil die nicht frei bewegbar ist. Hallo Katze. Jack's room. It's like he never. Damn it. Okay, ist der Raum ihres der Raum ihres Vaters. Überall Medaillen. Medaillen hier. Scheint wohl Kriegsveteran Jack zu sein. Jack was part of the Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Mhm. Okay, war also Soldat. Come on, Jack, where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Drücke, um halte L1, um Einblick zu aktivieren. Ah. Okay, da ist es. Da ist es. Da ist es. Eine Medaille, denke ich mir. Ah, warte, das kann ich dann auch nur dann bewegen. There you are. Nee, Krawattennadel. Okay. Kombinieren. Okay, wir haben einen Schlüssel noch. Schlüssel zum Bestattungsinstitut. Ach, wie schön. Okay, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Kann ich die Katze streicheln? Time to say goodbye. Nö. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Ist es gar nicht ihr Vater? Jack? Hä? Ich bin verwirrt. War es also nicht ihr leiblicher Vater? Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Okay. Oh, das Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home. And I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Komm, Kätzchen.
Na gut, dann nicht. Okay, wo kommen wir da hin? Kinderzimmer. Oh. Weird to be back in my old room. So many memories. Ich wollte gerade sagen, ihr altes Zimmer, ihr Kinderzimmer. Später. I used to have a thing for them. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Schmetterlinge? Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Okay, also ist es nicht der leibliche Vater. Spirits. There was a time I'd try to run from them. To ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Hey, der schaut wie ich aus als Kind. Okay. Also ist sie eine Waise und es ist wirklich nicht ihr leiblicher Vater, sondern er hat sie aufgenommen, adoptiert. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Okay, sehr geehrter Mr. Orkan, wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall des vergangenen Donnerstags besprechen müssen, möchten. Um es zusammenzufassen, Marianne übernachtete an einem der Schüler eine Nachricht von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Mariannes Art war, ihren Mitschülern zu trösten, aber ihnen ist sicher bewusst, dass dieses Verhalten, gelinde gesagt, unangemessen ist. Da dies nicht der erste Verhaltensproblem ist und dass wir sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit ihnen über Mariannes Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Die Direktorin der Grundschule Nummer 7, Sophia Kania. Okay, ich muss noch ein bisschen deutlicher besser lesen. Das müssen wir noch ein bisschen üben hier. Okay, also das sind... My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. 3 Jahre alt. Aufnahmekarte für die Intensivstation. Allgemeine Informationen. Vorname Marianne, Nachname nicht bekannt. Alter 3 Jahre, Geschlecht weiblich. Erste Diagnose, Verbrennungen 2. Grades, die 35% des gesamten Körperoberfläche, Rumpf und obere Gliedmaße bedecken. Verdacht auf Inhalationsverletzungen. Wow, krass, was ist denn da passiert? Okay. Das ist doch crazy. Gibt es da noch irgendwas? Nö. Gut. Okay, mein Zimmer, sein Zimmer. Gehen wir mal dahinter. Und da geht's nirgendwo hin. Okay. Das ist die Küche. Ein Fleischwolf. Vorrig, nächste Gegenstand und ohne Gegenstand auswählen, zurück. Ja, wir geben der Katze jetzt die Krawattennadel. Da kann sie gewiss viel damit anfangen. Looks nourishing. Okay. Kann ich das irgendwie... Katzenfutter! Na dann, gib mir der Katze doch mal Essen. X oder Here you go. What's your face?
Ah, da kommt sie schon. Glad to see you're still kicking around. Ist ein bisschen dunkel, oder? Sollen wir vielleicht die Helligkeit hochdrehen? Bevor wir hier weitermachen, Leute. Warte, ich versuche das mal ganz kurz. Das finde ich schon ein bisschen der Anzeige. Ja, schon ein bisschen abdust, oder? Besser? So? 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 Ich nehme das mal. Warte. Schon einiges heller, ne? Es sieht man auch die Katze. Vorher hat man die Katze nicht gesehen. Ich lasse es so. Wir können es ja immer noch mal dunkler machen, falls jetzt zu hell ist. Aber vorher hat man die Katze ja gar nicht gesehen. Okay, es ist schon sehr hell. Oh Gott, ich bin geblendet. Krakau. Genau, das Ganze spielt außerdem in Polen. In Krakau. Okay, ich versuch's doch mal mit dem Lesen. Das symbolische Begräbnis des Bergwerkes Sirzas. Die Bergleute aus dem Bergwerk, ich lasse mal den Namen aus, kamen heute wie üblich zur Arbeit. Aber statt Taschenlampen und Spitzhacke trugen sie einen schwarzen Sarg mit brennenden Kerzen. Ein Symbol für den Untergang ihrer Firma. Das ist nicht der Tod unserer Mine, skandieren die Mitarbeiter des Bergwerks Rettungskomitees von Sirza. Unsere Arbeit wird nicht begraben werden. Der Sarg ist für das Kohleunternehmen Vistula, fügen sie hinzu. Die Bergleute haben außerdem angekündigt, dass sie morgen wie gewohnt zur Arbeit kommen werden. Sie weigern sich zu akzeptieren, dass das Bergwerk Sirza aufgelöst wurde. In der Zwischenzeit protestieren ihre Kollegen weiter vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Tychy, indem sie vor dem Eingang eine symbolische Mauer hochziehen. Jeden Tag wird eine weitere Steinschicht verlegt. Bis zur Decke bleiben noch 5 Schichten. Die neue Mission der NATO, die Stabilität in einer Welt nach dem Kalten Krieg zu sorgen. Heute hielt der US-Präsident Bill Clinton einen wichtigen außenpolitische Rede zum Gedenken an den Fall der Berliner Mauer. Der Präsident sprach über die Fortschritte, die wir bei der Stärkung der Demokratie in Mittel- und Osteuropa erzielt haben und haben die Herausforderungen, die noch vor uns liegen. Der Präsident betonte außerdem, dass die Führung und das Engagement seines Landes für die friedliche Umgestaltung Europas entscheidend waren. Präsident Clintons Vision von einem ungeteilten, demokratischen und friedlichen Europa wurde durch einen wichtigen Meilenstein noch gefördert. Durch die Erweiterung der NATO Anfang dieses Jahres um Polen, Ungarn und die Tschechische Republik haben Präsident Clinton und die anderen führenden Politiker der NATO diese neuen Demokratien um das Bündnis gestärkt und ihren Beitritt zur Sicherheit und Stabilität Europas gewährleistet. Ich will jetzt hier keine politische Äußerung machen, aber wenn der wüsste, was daraus geworden ist. Okay. Ziemlich hell. Na gut. Was haben wir denn da für eine Dunkelkammer? Ah. Can't believe it's all still here. Oh, Jack. Ja, eine Dunkelkammer. Ist da irgendwas? Da drüben schaut sie hin, oder? Ja, hier. Oh mein Gott. Ja, wie man Fotos entwickelt. Foto für 5 Sekunden belichten, für 3 Sekunden in Multigrad tauchen, für 3 Sekunden in Stoppbar tauchen und für 3 Sekunden in Fixiermittel tauchen. Genau. Und was soll ich jetzt da reintauchen? Ich habe kein Foto. Okay, ich kann hier also Fotos entwickeln. Warte mal. Was, wie, wo, was? Hier, warte, wir nehmen ein Blatt Papier. I guess I forgot about this one. I can do it now. Und legen das Papier jetzt mal hier hin. Dann gehen wir da oben rauf. Das waren 3 Sekunden, oder? Okay. Und jetzt nehmen wir das Papier und legen es mal hier rein für 3 Sekunden. Mal schauen, ob wir irgendwas entwickeln können. Wrong fluid.
I need to apply it in the right order. Okay, also wir müssen hier auf der Seite anfangen. Wo soll man denn das wissen, dass das 1 ist und das 3 und überhaupt und sowieso und... Gut, Frau Singens nochmal. Ja, Papier dahin. 3 Sekunden. 1 und 2 und 3 und... Okay. Jawohl. Dann rein damit. 1 und 2 und 3 und... Oh, man erkennt schon was. 1 und 2 und 3 und... Okay, ist eine Person. 1 und 2 und 3 und... Das ist das letzte Foto, das ich von dir, Jack. Shit. Okay, also das ist Jack. Da ist auch seine Krawattennadel, die wir vorgefunden haben. Okay, cool. Sonst ist hier nichts, oder? Da hat sie sonst nirgendwo hingeschaut. Viele, viele Fotos. Halt, halt, stopp mal. Hast du da gerade noch rumgeguckt? Hast du da noch rumgeschaut? Hast du? Nee, hast du nicht. Guck, Katze ist weg. Katze hat fertig gegessen. Dann würde ich sagen, nimm doch mal hier. Ach, da hinten ist das Badezimmer, denke ich noch. Warte, gehen wir auch noch rein. Interesting. 1984. Ein altes, sehr altes Buch. Interesting, sagt sie nur. Okay. Sonst noch irgendwas? Ne. Lololol, ich geh mal auf die Toilette. Okay, dann würde ich sagen, verlassen wir mal die Wohnung. Was? Geh halt! We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Mach die Tür zu. Könnt ihr nicht einfach die Tür auflassen? Na gut. Du lässt einfach die Tür auf. Hallo, Nachbar. Und sie ging unendlich lang in diese Richtung. Okay. Sie lässt einfach die Tür auf. Störung ist ein bisschen ungewohnt. Muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Oh, cool, ein Motorrad. Können wir mitfahren? The last goodbye. Bestattungsinstitut. Wie praktisch, wir wohnen direkt über dem Bestattungsinstitut. Langsam. Hat Jack, war das sein Büro? Langsam, weil so viele Bestattungen in dem Kalender. Klar. Deswegen standen noch so viele Bestattungen in dem Kalender drin. Er ist Bestatter gewesen. Ja, man muss ja ein bisschen mitdenken. Dann kommt man auch drauf. Der letzte Abschied. Ja. Okay.
Er ist Bestatter gewesen und deswegen haben wir auch den Schlüssel vom Bestattungsinstitut. Ich habe mich schon gewundert, wieso wir einen Schlüssel vom Bestattungsinstitut haben. Jack's in the prep room. Okay. Gehen wir gleich rein. Jetzt schauen wir erstmal da rein. Wo ist sein Arbeitszimmer? Ja. Der Baum des Lebens. Ein Schlüssel? Here it is. Okay. Bereite Jack für seine letzte Reise vor, genau. Bestattungsprotokoll, Name des Verstorbenen, Adam Novak, Familienkontakt. Okay. Geburtsort, Krakau, Hanna, okay, verheiratet. Todesursache, Autounfall. Einbalsamierung, ab, ankleiden, okay. Ein letzter Auftrag. Ne, da geht lang. Ganzen Urnen hier. Ja, cool gemacht, ne? Draußen ist sogar Autoverkehr. Es sind sogar Autos vorbeifahren. Da geht sogar einer. Guck, hallo. Na gut. Es ist nicht lustig. Es ist ein Bestattungsinstitut. Prepare Room. Okay, also da werden die Toten vorbereitet. Das schaut nicht mehr so schön aus. Das schaut ziemlich gruselig aus. Vor allem, es geht ja noch im Keller runter. Das glaube ich gerne. Hey, Jack. Er ist natürlichen Todes gestorben, oder? Wieso? So geht es nicht. I got your special clip. No. Where's your tie? Ah, wir haben doch hier diese komische Fähigkeit, die haben wir noch gar nicht angewandt sonst, ne? Toll, jetzt müssen wir die Krawatte finden. Ach, da liegt sie, ich habe sie gesehen. Ah, das kann man gleich kombinieren, das geht gleich. Ah ja, okay, na gut. Snazzy. You wouldn't have it any other way. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready.
am I? You people read the signs, it's closed. Was ist jetzt los? Oh Gott, was steht da? Was zum Geier war das? Kann ich eigentlich laufen? What the hell? Guess you felt it too, huh? Ach, Katze, schreck mich nicht. Okay, da liegt eine Urne von da drin, die ist kaputt, die ist offen. Und die Stühle, die vorher hier schön in Reih und Glied standen, stehen jetzt hier schön in einem Halbkreis. Ich will nicht. And then it happened, as it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Oh, where is that darn notebook? I'm going to be late. I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child? This is Jack. Und das ist jetzt genau diese Doppelwelt. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Where is that? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Oh, why is it so cold in here? Where is that? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. Why is this grass? I would do without you. Jack. About it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Yes, Jack. It's going to be fine. You know... I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff then. Huh? All right?
All right, Jack. Get some rest. I need... Oh, yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke... You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Thank you.
Hui, wir fahren Motorrad. And off I went. On nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Okay, das war wohl die Intro. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Das war also die Intro. Wir haben Jack beerdigt. Wir haben das erste Mal gesehen, wie das ausschaut bei diesem Splitscreen. Es ist ziemlich heftig, ist ziemlich gruselig. Wenn man das dann so sieht, finde ich. Sehr, sehr spooky. Ich sage erstmal dann, für diese Folge ist erstmal Schluss für heute. Ist denn wirklich Zeit? Das für heute. Okay, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Dann schauen wir mal, wer der Typ da ist, dieser Thomas. Und ob der uns wirklich kennt und ob wir ihn oder er uns helfen kann. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.